Einen wunderschönen herzlich willkommen zur Managerliga Borussia Dortmund. Es geht gegen Stuttgart und am Papier sollte Dortmund weit vorne liegen. Und ja, Stuttgart das erste Spiel knapp gewonnen, zum Schluss erst entschieden. Und Dortmund das letzte Spiel leider ganz, ganz bitter in der allerletzten Sekunde verloren. Doch Dortmund zu Beginn einmal ganz, ganz smart unterwegs, spielt schlau. Natürlich Stuttgart hinten, Viererkette, die steht. Mal sehen, was uns heute erwartet hier in diesem Spiel. Ja, der Trainer von Dortmund war unglücklich über die Niederlage zuletzt gegen den Karlsruher SC. Letztendlich scheiterte man an Jan Sommer. Und ja, dieses Mal steht wieder ein starker Torhüter, nämlich Hugo Lloris. Und mal sehen, ob er uns das Fest hier heute verdirbt oder nicht. Dortmund geschickt, Passstaffette und gleich mal Pass auf Guerrero mit einer Flanke und Janczak segelt hier knapp vorbei. Doch die Chance geht weiter, Janczak, und wieder Verteidigung der Stuttgarter. Die steht hier sehr, sehr gut. Und die Chance wieder vorbei und dann plötzlich Stuttgart spielt nach vorne, nutzt den Konter aus, aber das Mittelfeld von Dortmund steht hier sehr hoch und stark. Wieder Alexander Brasnein bekommt hier nicht den Ball. So, Freistoß. Wir sind in der 17. Spielminute. Dortmund spielt überlegt, Dortmund spielt geschickt. Man spielt einmal hin und her. Stuttgart steht hier, verteidigt sehr, sehr gut Viererkette und plötzlich Julian Brandt steht frei. Kein Abseits, Schuss und da ist das 1 zu 0 für Dortmund. Aus dem Nichts. Da hat die Abseitsfalle anscheinend nicht funktioniert bei den Stuttgartern. Und plötzlich steht es 1 zu 0 für Dortmund. Man ist wieder einmal in Führung. Wichtig hier in diesem Spiel. Denn es sollte natürlich kein einfaches werden. Jetzt wieder Stuttgart mit der nächsten Chance. Mit der ersten großen Chance. Und noch einmal, aber gut verteidigt von den Dortmundern. Wieder ist es Stuttgart. Über Traoré und Modric. Aber Meier hält hier den Kasten sauber. Dortmund gelingt nicht viel. Dortmund mehr am Verteidigen. Denn wieder Traoré versucht es. Und die Verteidigung wieder einmal mehr stark hier. Und Dortmund versucht es nach vorne zu spielen. Es gelingt aber seit dem 1-0 nicht wirklich, denn Stuttgart verteidigt, spielt sehr gut gegen den Mann. So, Eckball und das war's, die Pause. 1-0. Doch etwas verdient von Dortmund, aber Stuttgart wird stärker. Man muss aufpassen, dass man keine Fehler macht wie gegen den Karlsruher SC. Das hat ja ganz, ganz gut oder ganz, ganz schlecht funktioniert. Zurzeit sieht es sehr, sehr gut aus. Hälfte Nummer 2 und diese zweite Hälfte sollte eine etwas andere sein, denn Dortmund kommt nicht mehr richtig zum Zug. Stuttgart dreht auf. Stuttgart hat anscheinend umgestellt. Man bekommt zwar immer wieder solche Bälle. Dortmund da wieder mal nach vorne. Kitaishvili. Julian Brandt mit der tollen Flanke. Aber Haller, der hier eingewechselt wurde, mit Rückenlage und kann den Ball nicht richtig mit dem Kopf aufs Tor bringen. Und Lloris, der noch eine große Rolle spielen sollte,
Hält hier, so, wieder über Traoré und da geht der Ball ans Außennetz. Dortmund peitscht alles nach vorne, Stuttgart drückt weiter. Dortmund will hier die 0 halten. Dortmund will das 1:0 über die Zeit bringen. Es sieht auch ganz gut aus. Wieder der nächste Angriff. Julian Brandt, Flanker, Pass auf Meunier. Meunier gibt hier Gas. Tolle Flanke auf Haller und Loris. Wie kann er den halten? Loris hält hier diesen Ball. Das hätte das 2:0 sein können müssen. Und der Eckball war für Nix. So, Freistoß. Eine Situation, die nach hinten losgehen sollte. Denn Stuttgart will hier den Ausgleich machen. Hier der Schuss, der geht an die Latte und plötzlich 11 Meter. Was macht hier Süle? Süle fault hier den Gegner und am Ball Dembele, ehemaliger Dortmunder. Und der sollte hier das 1:1 machen. Ganz, ganz bitter in dieser Phase, wo man wieder dran war am 2:0. Dann, wir springen in die 72. Spielminute. Stuttgart riecht und Meier hält Dortmund im Gegenzug. Dortmund will hier noch einmal, will hier alles gar machen. Tolle Flanke, das muss es sein. Nein, das ist es aber nicht. Wieder Loris. Eckball, 89. Spielminute. Dortmund hat die Chance, jetzt das 2:1 zu machen. Aber es gelingt nicht. Loris vereitelt hier den Führungstreffer. 90 Minuten sind vorbei. Es sollte eigentlich aus sein. 2 Minuten Nachspielzeit. Sollte nicht mehr viel passieren. Doch dann der Einwurf. Völlig frei, geht hier alleine, was macht hier die Verteidigung und es steht 2:1, wie bitter ist das denn? Wie bitter ist das denn? Dortmund verliert in allerletzter Sekunde ein Spiel, das man eigentlich mit 1:0 gewinnen hätte können müssen. Ja schade, der Trainer ist sauer, die Spieler sind angeknackst, ja. Kopf hoch, das nächste Spiel ist wieder ein Heimspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann, wenn es heißt, gegen Freiburg zu spielen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi, euer Vizinator.